Zorn. So, damit sind wir im zweiten Akt und ich war mir nicht ganz sicher gewesen, als ich das erste Mal hier in diesem Kapitel war. Das erste Kapitel hieß Leugnen, das zweite heißt Zorn. Das sind die Sterbephasen nach Kyblauros. Leugnen, Zorn, dann gibt es noch Verhandeln, es gibt Akzeptanz, das ist ja überraschenderweise die letzte. Also, das ist ein Raketenlager. Und wir sind jetzt im zweiten Bereich der Gesellschaft und wir müssen in Bereich Nummer 4. Hier überhaupt noch irgendwas ist. Also noch irgendwas funktioniert. Nur für den Führer bestimmt. Da die UdSSR uns noch immer feindlich gegenübersteht, die USA halten Neutralität. Okay. Die Produktion von Atomwaffen stark erhöhen, eine Methode entwickeln, besagte Waffen über große Entfernungen hinweg einsetzen zu können. Ja, es ist tatsächlich, wie ich vermutet habe. Die haben einfach die Welt weggebombt. Na, schau an. Die vorgeschlagenen Ausbildungsrichtlinien für das Programm Nationalgarde des Dritten Reiches. Kinder auf die Einberufung in die Volkswache vorzubereiten. Ja genau, Horst Kotschik klingt ja auch so richtig deutsch. Ich zweifle ernsthaft daran, dass Major Kotschik jemals einem Kind begegnet ist. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er Gewehre mit Kugeln zu beladen als Übung zur Koordination vorschlüge. Für Fünfjährige, okay. Kinder in der Armee kämpfen lässt. Mit dem ist eh Hopfen und Malz verloren. Kann es sein, wirklich, dass das ein Atombunker, also ein Atomwaffenbunker ist? Das sind Atomraketen. Dinkel. Eine Dinkelknappheit im Reich. Okay.
aus wie ein Museum oder sowas. Raketentriebwerk. Fuck, wieso funktioniert denn das jetzt alles? Düsteres rotes Licht. Also wäre es jetzt ein bisschen Gothic angehaucht, würde ich sagen, ah geil, guck mal, Warhammer. Soll ich denn jetzt eine Rede halten? I know you're out there. Was it the cameras? Did you see them following you? They are not easy to operate. What do you want? Who says I want anything? I was just watching you out of curiosity. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. I mean, that's why you are here, right? Oh, you can tell me. No. I'm looking for someone. I haven't seen anyone else here. But hey, I can help you with that. I'm in some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches, and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? How can I trust you? I don't know, just trust me. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Oh, I didn't know that. See? We can even learn from each other on the way. So? Will you help me? I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Should be minus 2 if you ask me. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. And that's where you are. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila! So, I guess I should get going. Yep. Be careful out there. I... Did you want to say something? I'm glad I found you. Oh. I'm glad you found me too. So, if you see a microphone, you can say hi, or whatever. Bin mal gespannt, ob das eine Stimme ist, die ich mir einbilde, ob das wirklich eine Person ist. Ich denke jetzt, was ich so mit Quelle der Intelligenz und allem, würde ich fast sogar drauf gehen, dass das eine KI ist. Weil ich weiß nicht, jetzt einen anderen Menschen dann zu treffen, das wird mir irgendwie... Das Gefühl des Alleinseins kaputt machen. Wieso muss eigentlich... This place is made of salt. I mean the cave, not the warehouse. I figured I would entertain with some tasks across this place. Wieso muss da immer Dampf bei sowas rauskommen? That might have been the only thing in the world. That's because all over the warehouse. So you will be hearing from me. So, Anweisung für das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition. So. Sie haben sogar die Züge verwendet. Thank you.
Ich wollte sagen, das ist doch ein Pen and Paper Bogen. Ja, das ist Pen and Paper Ausrüstung. Ha! What do you think they keep in those containers? Nothing very useful. They are still unopened. Unless they never got a chance to open them. Maybe they didn't know how? No. Naja, eigentlich ist es nicht schwer, da rauszukommen. Es tut mir leid, jetzt genug, auf das ich steigen könnte. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Do you see that crane? I think I can control it from here. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Lever, you need. Ach, ich meine den Raum, aus dem ich nicht so einfach rauskomme. Wahrscheinlich meint sie da hinten den Hebel. Wir mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Ach, da ist auch noch ein Hebel. Got it. Ich ahne, was gleich passiert. What are you planning to do with that rocket? Why do they need to focus? Ich hab's gewusst. Are you alright? How did you know it wouldn't blow up? I didn't. So you risked my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Ja gut, ist ja nicht nur mein Leben. Wenn es wirklich eine Person ist, die eingesperrt ist, hätte sie dadurch die Chancen, gerettet zu werden oder sich zu befreien, massiv verringert. Aber ich glaube, da fehlt auch der Sprengkopf. Wow, die sind echt fleißig. Die haben da schnell ein Gebäude gebaut.
Ja. So wie es aussah, hatten die da ein paar Probleme. Das sind Einschusslöcher, die sind unter Beschuss geraten. Oder haben sie hier auf jemanden gefeuert? Gab es einen Aufstand vielleicht? Die haben von hier aus, die haben gefeuert. So. An der Stelle mache ich einen Cut. Es bietet sich gerade atmosphärisch wahnsinnig an. Schauen wir doch mal in der nächsten Folge, was wir rausfinden.